Servus und hallo zu etwas anderem, zu einem Let's Cut oder Let's Schnibbel oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich wurde nämlich gefragt, wie das denn so aussieht, mit was ich denn so aufnehme, beziehungsweise mit was ich meine Videos schneide. Und das wollte ich euch gleich einmal zeigen. Aufnehmen mit Fraps oder gerade mit Camtasia. Und das Videoschneiden ist das, was halt, was ich viel spannender finde. Das mache ich mit Vegas Movie Studio Platinum 9. Finde ich an sich ganz okay. Also man kann nette Effekte reinmachen. Und ich kenne mich schon so ein bisschen damit aus. Ist aber sicher nicht das Perfekteste. Also gerade bei Real-Videos tue ich mir da mit oft sehr schwer, weil ich Schattenbilder erzeuge. Kann auch sein, dass ich einen falschen Codec erwische. Aber für Let's Plays zum Beispiel ist es wirklich super geeignet, finde ich es ganz gut. Die Videoqualität kann sicher auch besser sein, das ist keine Frage. Aber was mein Steckenpferd ist, ist halt das Video bearbeiten. Das macht mir richtig viel Spaß und ich glaube, da habe ich schon so den einen oder anderen Kniff drauf. Und ich zeige euch einfach mal, wie so ein Magica-Let's Play aussieht. Wir sind hier gerade in der dritten Folge von DLC Stars Are Left. Und ihr seht hier die verschiedenen Spuren, die ich eingeblendet habe. Das sind mal drei Videospuren und eine Tonspur. Die Tonspur kann man dann je nachdem rauf oder runter regeln. Das habe ich hier alles auf mittig eingestellt. In vielen Projekten variiere ich da sehr stark. Also gerade wenn Zwischensequenzen sind, schalte ich meistens den Ton rauf. Da füge ich einfach einen Punkt ein und einen zweiten Punkt. Und sagt, der hier beginnt bei der Mitte. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Und ab dann geht der Ton ein bisschen rauf. Da kann ich ihn wieder runterregeln und so weiter. Wir haben dann hier auf der Tonspur 1 den Kill Counter und mein Intro. Tonspur 1 und Tonspur, Videospur 1 und Videospur 3 in dem Fall. Das Video, das Intro, bin ich auch schon gefragt worden, wie ich das gemacht habe. Das ist im Grunde der Hollywood Pictures Kinosaal und ich habe dann hier ein kleines Bild reingeschnitten. Das kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen, weil ich das Original nicht mehr habe. Ich habe das mal so angepasst und gespeichert und verwende das jetzt einfach immer. Beziehungsweise meistens, also ich mache ein Let's Race, dann habe ich ein anderes Intro. Sprich, ich habe das Ganze, ich habe mein Logo, muss mich daran gewöhnen, mit dem Mauszeiger zu zeigen, nicht hinzuzeigen. Ich habe das Logo ein bisschen verkleinert, habe es mit einem körnigen Effekt versehen, dass es einfach aussieht wie ein typischer Kinofilm der alten Jahre und habe dann drei Bilder der Reihe nach reingelegt, hintereinander, das Ganze eben verkleinert und in diesen Kinosaal gelegt, dann noch geschaut, dass die Leinwand schwarz ist, dass das schön alles ausgeschnitten ist, damit es auch wirklich gut passt. Mir ist da eben ein Fehler passiert, ich habe dann Pixel zu viel gecuttet. Das wird euch wahrscheinlich den wenigsten auffallen. Mir ist es aufgefallen, aber dann war es schon zu spät. Ist auch eigentlich völlig egal. Darum geht es jetzt auch gerade nicht. Okay, das ist mal das Intro. Und dann habe ich wie in Trine zum Beispiel einfach nochmal die ganzen Mitspieler abgelichtet. Das mache ich hier zum Beispiel mit dem... Wo ist er? Da unten müsste sich befinden. Der Bump-Effekt, Bump-Map. Denn mit dem kann man hervorheben, was man zeigen möchte. Schnappen wir uns mal die Maus. Hier ist zum Beispiel, ihr seht es wieder, Bump-Map-Filter, wie das hier einfach von links nach rechts wandert. Und dementsprechend auch der Spot wegwandert. Ich kann jetzt auch sagen, wenn Dagumi zum Beispiel nicht dabei ist, kann ich entweder den Spot weggeben oder ich packe ihn irgendwo anders hin. Man kann
die Sättigung erhöhen, genauso wie das Ambiente, sprich, dass alles hell wird, was ich ja dann auch am Ende mache, wo ich dann alle vier in den Spot drücke. Man kann natürlich den Glanz reduzieren. Dies und das, da schaue ich einfach immer, was am besten wirkt und nehme das dann. Effekte kriegt man hier über, genau, hier beim Explorer holt man sich das Projekt rein, also das Video. Das Ganze kann man dann entweder im Trimmer zusammenschneiden. Ich mache es eigentlich immer gleich hier im Video. Ich kann ja ganz reinzoomen und dann habe ich es wirklich auf Millisekunden genau und kann dann dementsprechend cutten. Und unter Video FX habe ich zum Beispiel diesen körnigen Rauschfilter gemacht. Und da kann ich dann eben auch genauso gut irgendeinen Bump-Effekt reinmachen oder zum Beispiel dieses, wie nennt sich das? Bin perfekt vorbereitet. Lens Flare. Dieser Effekt, den ich halt so gerne mag, wo es quasi von links nach rechts leuchtet und dann wieder zurück. Auch das ist natürlich so eingestellt, wie es mir gut gefällt. Position des Lichts habe ich eingestellt und wann es genau wo sein soll. Auch geschaut, das ein bisschen mit der Musik zu timen. Man kann dann auch einstellen, wie intensiv hell man das haben möchte. Ich wollte es nicht allzu hell, sodass man auch noch was lesen kann. Und mir gefällt auch dieser Nachschatten hier ganz gut. Der macht das Ganze nochmal ein bisschen edler. Farben habe ich auch unterschiedlich eingestellt, je nach Name, der Ihnen da gerade vorkommt. Was gibt's dann? Dann startet das Video da unten auf meiner vierten Videospur. Und sobald das Intro fertig ist, habe ich den Kill-Counter eingefügt. Kill-Counter habe ich in dem Fall mit einem JPEG gemacht. Ich habe hier der Reihe nach die Charaktere drinnen, die Bilder, die Avatare. Und habe extra dann noch eine Spur gelegt. Deswegen ist es ein bisschen unsynchron mit dem Kill-Counter, den ihr hier seht. Platzierung geschaut, dass es sehr weit oben ist, sodass es eben nicht irgendwie ins Bild rutscht oder zu sehr stört im Bild. Farbe, schönes Blutrot, passend zum Kill-Counter. Und ich habe dann auch das Bild, was ihr da unten seht, die Ingame-Grafik, ein bisschen runtergelegt. Ein bisschen verschoben. So dass man nämlich oben auch noch ein bisschen was, weil unten fehlt eigentlich gar nichts. Das ist zu großzügig ausgeschnitten. Deswegen habe ich das eine Spur runtergesetzt und so sieht man noch mehr von der Spielgrafik oben und der Kill-Counter stört nicht zu sehr. Habe auch kurz überlegt, wieder so einen Kill-Counter wie in Magicka 1 zu machen mit den Sprüchen und so weiter. Aber das wäre dann zu heftig gewesen mit vier Leuten. Bin ich auf diese Variante zurückgegangen. Die ist auch ganz schön viel Arbeit gewesen, wie ihr hier seht. Denn das hier sind alle Schnitte, wo ein Kill-Counter reinkommt. Sprich, wo jemand stirbt und dann dementsprechend eine neue Zahl erscheint. Wer stirbt da? Da stirbt zum Beispiel XDQM-Hose. Und ihr seht dann es kurz aufblitzen. So, da blitzt es mal ordentlich, da feuert es mal ordentlich. Dann stirbt er und ihr seht, wie es da oben weiß wird. Auch das ist ein Effekt, den ich eingestellt habe. Und der flacht dann wieder ab. Dann geht das Gesterbe munter weiter los. Bis zum nächsten Cut, wo dann der nächste stirbt. Das ist in dem Fall Dagome. Jetzt bin ich noch auf der Suche nach was Speziellem. Genau, hier hatten wir unseren 100. Kill, sehr zeitig in der dritten Folge. Da habe ich den 100 einfach ein bisschen größer gemacht und mit einem extra Effekt versehen. Nämlich wieder mit meinem Lieblings-Lens-Flare. Und das Lens-Flare
Wiederum schön von links nach rechts gezogen mit Startzeitpunkt und Zielzeitpunkt hier hinten. Auch geschaut, dass die Intensität nicht so sehr stört und dass die, ich kann euch das ja mal ganz kurz zeigen. So nehme ich das hier. Man könnte nämlich diesen Punkt auch in die Mitte knallen. Das finde ich auch nicht so gut. Das stört es zu sehr, finde ich. Oder man könnte die Intensität erhöhen, sodass man halt gar nichts mehr lesen kann. Finde ich auch nicht gut. Deswegen habe ich das Ganze hier ein bisschen runtergesetzt. Das wäre eigentlich auch noch eine Idee. Das wäre auch noch anzudenken, vielleicht für eine der späteren Folgen. Man kann sich da wirklich schön spielen mit der Position, mit der Intensität und so weiter. Das ist auch eigentlich ganz intuitiv und eingängig. Also ich habe da kein Walkthrough oder irgendwas gelesen. Ich habe mich da komplett selber reingefuchst. Auch ganz witzig, dass ich zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von Photoshop habe und meine ganzen Avatare in Paint mache. Alles Thumbnails. Und Photoshop da komplett außen vor lasse. Und bei Videobearbeitung zum Beispiel kenne ich mich dann natürlich umso mehr aus. Also das ist einfach was, was mir einfach mehr Spaß macht. Finde ich irgendwie intuitiver. Seht ihr schon die Fotogestaltung. Und ja, so läuft das Ganze. So ein kurzer Einblick in die Art, wie ich schneide. Sind ja ordentlich viele Tode zusammengekommen. Überlege gerade, ob ich euch noch ein Projekt sein könnte. Das läuft irgendwie alles ziemlich normal. Headset-Test, da seht ihr ein bisschen, dass ich mit Audiospuren gearbeitet habe, je nachdem wie laut das Mikrofon war. Versucht das rauf und runter zu regeln, dass es nicht allzu sehr stört. Medium offline, weil ich die Videos meistens lösche, nachdem ich sie geschnitten habe. Das war sicher das Interessanteste. Trine ist vielleicht auch noch ganz witzig. Nehmen wir da auch mal ein Part. Das sind die Mediums auch gerade offline, weil die auf einer externen Festplatte liegen. Ah, nee, nee, warte, warte, warte. Das zeige ich euch vielleicht gleich. Wo haben wir es denn? Magica, Magica, Magica. Best of Kills 2 müsste das da sein. Ja, manches ist nicht wirklich intuitiv, wie ich es drinnen habe. Das sind die Top 25 Kills und da seht ihr schon ganz schön viele Audiospuren und Videospuren. Auch da sind die meisten Videos nicht mehr online. Aber ihr seht es anhand von den Schnitten, dass das doch ein bisschen Arbeit war. Aber hier die Top 25. Das habe ich mit einem Portal-Intro gemacht, zum Beispiel, diesen Effekt hier. Und dann einfach der Cross-Effekt, der reinzoomt. Dann kommt eben der Tod Nummer 25, also den ich bewertet habe als der 25 beste Tod. Das Ganze geht also weiter mit 24 und so weiter. Und da sind dann eben die verschiedenen Tode. Vom Sound hier her habe ich alles gleich gelassen. Da wollte ich keinen krassen Schnitt drinnen haben. Hier am Anfang habe ich viele witzige Szenen drinnen. Die habe ich auch immer geschaut, dass ich sie mit der Musik schneide, dass ich sie genauso cutte, dass sie perfekt zur Musik passen. Das ist mir sehr wichtig, dass Musik und Ton, Musik und Grafik immer super zusammenpassen. Ja, das sind dann die Top 25 Kills. Da hinten geht es noch weiter mit den Abgrundfails und dann noch so ein paar abschließende Worte. Und wenn das Ganze fertig ist, rendere ich es. In dem Fall
habe ich da so eine Let's Play HD Vorlage. Videoqualität auf gut. Video rendere ich mit HDV 720. PAL 25. Ich nehme den Sony UF Codex. Interlayer, das lasse ich alles so weg, so gleich. Da habe ich auch zu wenig Erfahrung, um da zu viel, um was umzustellen. Könnt ihr mir auch gerne kommentieren, wenn ihr sagt, was du denn da, mach das doch so und so und so, jetzt viel zu groß. Was auch immer. Wie gesagt, ich beschränke mich da eigentlich gerade beim Herzeigen auf das Video schneiden an sich. Und wenn das fertig ist, mache ich das ganze Video noch kleiner. Auch das kann ich euch noch zeigen. Das mache ich in diesem EasyH64. Da ziehe ich mir das Video rein, zum Beispiel Magica DLC 5. Und mache mir ein kleineres File daraus mit 25 Frames per Second. Und lasse das Ganze durchrendern. Schneiden dauert immer je nach Zeit, also je nach Bildern unterschiedlich lange. Beispielsweise, wenn viele bewegende Bilder sind, wie in Paradebeispiel Titan Quest, da sind die Files auch relativ groß. Das dauert auch relativ lang, bis es durchrendert und dann eben nochmal zusätzlich, bis es die durchrendern. Das heißt, ich komme auf 52 GB in etwa, manchmal auch mehr, sind auch schon 80 GB gewesen. Das dauert halt dann doch so eine Stunde lang. Und dann wird das Ganze eben noch ein bisschen kleiner gemacht. Qualität büßt halt ein bisschen ein, aber davor habe ich dann ca. 1,2 GB sowas, was dann am Ende rauskommt. Und das kann ich dann perfekt auf YouTube hochladen, ohne eine halbe Nacht dran zu sitzen. Genau, das Ganze lade ich dann auf YouTube hoch und stelle es als geplant ein, die Uhrzeit, sodass ihr das dann immer rechtzeitig seht. Das war jetzt so ein kleiner Overview. Wie gesagt, ihr könnt es mir gerne kommentieren, wenn ihr sagt, ich habe da komplett falsche Einstellungen. Ich sollte doch irgendetwas anderes hier in der Richtung probieren. Könnt ihr auch gerne kommentieren, wie ihr das seht, ob euch das gerade gefallen hat. So ein kleiner Einblick in die Art, wie ich Videos mache. Wie ich da gerne mehr davon machen soll und so weiter. Ich sage auf jeden Fall mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte. Ciao!